Ja, hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ja, meine Lieben, ich möchte euch heute hier zwei Duplex-Wohnungen zeigen. Die stehen zum Verkauf. Das Haus ist ein Neubau. Sie sind noch nicht ganz fertig mit der Wohnungen. Es sind hier, also ich drehe mal die Kamera. Es sind hier gesamt 6 Wohnungen im Gebäude. Und ja, 4 Wohnungen sind schon bereits verkauft. Und wir haben hier noch 2 Duplex-Wohnungen, die zu Verkauf noch sind. Also wie gesagt, hier sind die Wasseranschlüsse. Wie gesagt, die sind noch dabei. Wir gehen mal ganz hoch. Also es ist noch nicht ganz fertig. Wie gesagt, innerhalb von 2 Monaten werden sie dann so weit, dass sie dann halt bezugsfertig sind. Also pro Etage sind dann 2 Wohnungen. Wie gesagt, die 4 Wohnungen sind verkauft. Und wir haben noch 2 Duplex-Wohnungen, die noch frei sind. So, hier haben wir eine freie Fläche. Ich muss mal fragen, was das hier ist. Vielleicht ist das so ein Abstellraum. So, hier wäre dann der Eingang für die linke Seite der Duplex-Wohnung. So, wir haben hier die Küche. Ich muss mal nachgucken. Es kann sein, dass es hier Küche mit Wohnzimmer ist, weil es scheint mir so, dass es halt genau Wohnküche ist. Elektrogeräte werden nicht installiert, nur die Möbel, also Küche, wird installiert. Ansonsten die Elektrogeräte muss der zukünftige Käufer selbst kaufen. Ja, so sieht es hier aus. Da gegenüber wird auch gebaut. Also wir sind hier in der Ilija. Ilija ist ja nahezu Kumke, zum Evlenseki, so ich schätze mal so circa 3 Kilometer. Und ich habe von hier aus zum Meer ungefähr 3 Kilometer. Direkt vor dem Eingang befindet sich dann eine Badezimmer. Wie gesagt, ist noch nicht ganz fertig. Da kommt hier WC und hier ist ein BD. Und ich muss sagen, schöne große Dusche. Mit natürlich hier Deckenarbeiten, Stuckarbeiten mit LED-Spots. Das gefällt mir hier in der Türkei. Die bauen hier mit die Lichter auch mit ein. Ja, dann hätten wir hier das nächste Zimmer. So, da hätten wir hier ein Zimmer plus eine Küche. Dann haben wir hier einen Balkon für die Klimageräte, also Außengeräte für die Klima. So, dann gehe ich mal hoch. Ist ein bisschen dunkel, weil wir jetzt hier kein Licht haben. So, hier hätten wir dann ein Zimmer. Die großen Fenster werden mit Elektromotor angetrieben. Ja, also die großen Fenster wird halt elektrische Roller versehen. Genau, hier ist eine französische Balkon, so schmale. Gut, erste Zimmer hier oben. Dann haben wir hier die Flur, dann nochmal die Decke. Das wird natürlich ja tiptop gemacht. Und hier haben wir die zweite Zimmer. Aha, das ist dann hier Master Schlafroom. Da haben wir noch hier Badezimmer. Auch schön hell mit Fenster.
Das ist auch nicht üblich in der Türkei, dass man hinter dem Badezimmer Fenster hat. Ich mache mal die Rollladen hier auf. Okay, ist auch eine kleine französische Balkon. Ja, wie ihr sehen könnt, die kleinen Fenster, die werden dann manuell betrieben. So, dann haben wir hier das nächste Schlafzimmer. Ist eine kleine Zimmer. Ich würde mal sagen, so circa 15 Quadratmeter. Und übrigens haben wir hier in dem Duplex-Wohnung 130 Quadratmeter Wohnfläche. Und es teilt sich auf 1, 2, 3 Zimmer. Okay, hier oben sind 3 Zimmer und unten ist eine Küche, große Küche mit Wohnzimmer. Und noch ein Zimmer da unten. Oder die haben das so gemacht, dass die Küche separat ist und da der andere Zimmer kann sein, dass er als Wohnzimmer gedacht ist. Das müsste ich nochmal in Erfahrung bringen. Aber wie gesagt, Räumlichkeiten sind genug. Hier ist dann die Dachterrasse. Und da die Richtung ist das Meer. Genau, da die Richtung ist das Meer. Ja, meine Lieben, ich werde euch gleich auch die andere Duplex-Wohnung zeigen. Aber hier mache ich erstmal Cut. Wie gesagt, wir haben hier ja 4 plus 1. Einmal mit oben 3 Zimmer. Ja, 3 plus 1. Genau, 3 plus 1 haben wir hier mit 135 Quadratmeter Wohnfläche und wir haben hier im Haus gesamt 6 Parteien. Und die Wohnung kostet 1 Million türkische Lira. Genau. Ja, 1 Million türkische Lira kostet die Wohnung. Ja, wenn ihr da Interesse dran habt, könnt ihr mich gerne anschreiben. Ich werde auch hier unter dem Video meine E-Mail-Adresse schreiben. Dann könnt ihr gerne auch euch per E-Mail bei mir melden. Ja, wie gesagt, diese Unternehmen, diese Jungs sind wirklich sehr, also bei denen kann man in Ruhe was kaufen. Und die sind wirklich korrekt, die habe ich letzten Monat kennengelernt. Und ich kann euch wirklich nur empfehlen, bei den Jungs was zu kaufen. Wie gesagt, die machen wirklich keine ja, krumme Geschäfte, sage ich mal. Die sind wirklich sauber. Und da kann ich euch denen auf jeden Fall in gutem Gewissen empfehlen. Alles klar, meine Lieben. Ich werde nachher jetzt die andere Wohnung aufnehmen. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten. Danke, euer Fatih. Ciao.